Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit Schiff24.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen im fünften Vlog von dieser Transreise von Gran Canaria nach Mallorca mit der neuen Mein Schiff 2. Und in diesem Vlog werden wir Cadiz erkunden. Wir legen gerade an, wie man im Hintergrund sehen kann. Und morgen dann Gibraltar, was tatsächlich auch für mich ein neuer Hafen ist und ich sehr darauf gespannt bin. Heute in Cadiz geht es jetzt gleich erstmal zum Frühstück und anschließend werde ich hier eine Gruppe von Bekannten durch den Ort führen und so ein bisschen was zeigen, da ich hier letztes Jahr mit der AIDA Standard schon angelegt habe und man hier einen super Stadtspaziergang machen kann auf eigene Faust, so ungefähr 2-2,5 Stunden vermute ich mal. Und da nehme ich euch auch gerne mit, also bleibt dran, viel Spaß. Unser Stadtrundgang beginnt jetzt hier mit einem Spaziergang über die Stadtmauer. Von hier aus gehen wir jetzt weiter Richtung zwei Parkanlagen, die da hinten kommen. Und von da aus dann weiter über den Strand und dann durch die Altstadt zurück. Kleine Überraschung heute Vormittag. Eigentlich soll der Park von 8 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sein, aber es ist jetzt leider ein Schloss davor. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil mir dieser Park halt sehr gut gefallen hatte. Ja, da kommen wir jetzt halt leider nicht rein, aber ich gebe euch trotzdem mal so einen kleinen Einblick. Hier kann man eigentlich einmal ganz gerade durchlaufen, rechts und links sind dann ganz schöne Pflanzen und auf der anderen Seite kann man dann wieder raus. Ja, das klappt dann heute leider nicht. Wir sind jetzt hier in der Altstadt angekommen und werden jetzt erstmal die Markthalle besuchen. Es geht jetzt hier direkt rein und dann schauen wir mal. Ich finde ja Markthallen in Spanien immer total beeindruckend, so Barcelona, Valencia und so weiter. Es gibt ja überall total schöne Markthallen mit einer großen Auswahl, es ist alles total frisch. Und Spanien ist ja eh im Fisch, was Fisch angeht, total super. Ganz in der Nähe des Marktplatzes gibt es dann noch den Aussichtsturm Torre Tavira. Das könnt ihr einfach bei Google Maps eingeben und dann kommt ihr auch hin. Von hier aus hat man wirklich einen tollen Blick über die gesamte Stadt, die gesamte Altstadt und auch bis zu Mein Schiff. 6 Euro pro Person kostet es, hier hochzugehen, aber es lohnt sich wirklich, weil man hat hier echt einen sagenhaften Ausblick, gerade bei dem Wetter wie heute. Einfach nur schön. Der letzte Stopp des Ausfluges ist dann jetzt hier noch die große Kathedrale im Herzen der Altstadt von Cadiz. Also wirklich sehr schön hier hinter mir und von hier aus sind es jetzt noch so 10-15 Minuten zum Schiff und dann geht es auch wieder an Bord. Und wieder zurück vom Landgang hier auf der neuen Mein Schiff 2. Jetzt geht es erstmal in die Bosporus Snackbar. Da möchte ich heute mal den Döner-Teller ausprobieren. Also man kann eben einen Döner bestellen, Hähnchen oder Kalbsfleisch im Brötchen, so wie man es kennt, ganz klassisch. Aber es gibt auch den Döner-Teller. Das ist dann quasi die Light-Version ohne das Brot, weil Brot und so kriegt man ja auch überall genug. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich zeige euch gerade nochmal auf der Karte den Rundlauf von heute. Also wir haben hier begonnen, sind dann hier einmal oben an der Küste vorbeigelaufen. Hier waren dann die beiden Parkanlagen, wovon einer geschlossen war. Und dann läuft man hier weiter zum Strand. Und letztendlich sind wir dann hier einmal quer durch an dem Markt, der hier zu sehen ist, vorbei zur Kathedrale und dann hier zurück. Insgesamt ungefähr 2-2,5 Stunden, die man da läuft. Also wirklich ein toller Vormittagsausflug.
Nach dem Mittagessen habe ich die Zeit noch etwas in der Sonne verbracht und danach auch schon zum Schneiden der Vlogs genutzt. Vlog 2 und 3 sind jetzt schon fertig. Und jetzt geht es ins Atlantic Classic zum Abendessen und anschließend in die Schaubühne, denn da ist heute Abend noch eine Komödie. Die Komödie Bonnie und Clyde hier in der Schaubühne war wirklich noch sehr unterhaltsam und super gut gemacht. Der Schauspieler hier, der eine, der macht das wirklich richtig gut und immer wieder sehr unterhaltsam. Heute Abend ist noch ein bisschen was in der Tui-Bar mit Shinty-Core und so von der Besatzung. Und ansonsten, dann sehen wir uns morgen wieder in Gibraltar. Das Wetter ist noch ein bisschen wechselhaft in der Prognose. Wir schauen mal, wie es wird und dann werden wir morgen zu den Affen hoch auf den Affenfelsen. Also bis morgen. Guten Morgen an Tag 2 hier in diesem Vlog. Heute in Gibraltar und ich habe so ein bisschen das Gefühl, kaum sind wir durch die Straße von Gibraltar durch, im Mittelmeer ist es kalt und grau und es regnet auch sogar leicht. Also heute tatsächlich nicht so ideal, 14 Grad. Leichter Regen, gestern noch 22, 23 Grad, obwohl Cardiff ja überhaupt nicht weit entfernt ist. Also heute ein heftiger Umschwung des Wetters. Eigentlich sollte es auf die Seilbahn hoch auf den Berg gehen. Da werden wir gleich nochmal schauen, ob es dann trocken ist und mal sehen, ob wir das dann auch machen werden. Jetzt eine spontane Planänderung, da der Affenfelsen halt weg, die noch komplett in Wolken gehüllt ist und da macht es jetzt wirklich viel Sinn, dort hochzufahren in den Nebel rein. Deshalb geht es jetzt zum Flughafen hier. Das ist ja sehr besonders, weil hier Autos und Flugzeuge über diese Bahn fahren. Das heißt, wenn ein Flugzeug landet, dann schaltet eine Ampel auf Rot und dann kann man dort eben nicht mehr rüber. Ansonsten ist es eine Straße, bildet eben auch die Grenze zu Spanien und da kann man wohl auch zu Fuß rüber. Da gehen wir zu Fuß hin, ungefähr eine halbe Stunde laut Google Maps. Und da es heute ein bisschen Regen gibt, eventuell gibt es Regencapes von TUI hier beim Ausgang. Also sehr, sehr nett, dass man eben auch sich für einen spontanen Regenschauer wappnen kann. Einmal kurz zur Orientierung hier in Gibraltar. Wir haben hier unten das Schiff liegen. Also hier ist das Kreuzfahrtterminal. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Landebahn, wo wir jetzt hingehen, die Start- und Landebahn vom Flughafen. Und hier ist dann eben der Punkt genau in der Mitte, wo sich eben dann die Straße kreuzt mit dieser Startbahn, wo man dann eben auch zu Fuß rüber kann. Und auf der anderen Seite hier haben wir dann die Cable Car. Und von hier aus geht es dann eben zur Station auf dem Berg und hier ist eben die Talstation. Ja, also alles fußläufig erreichbar. Zur Cable Car sollen es so 20 Minuten zu Fuß ungefähr sein. Hier in Gibraltar gibt es so ein Yachthotel, 5 Sterne hat das und das ist ganz interessant, weil es ist hier wirklich fest verankert im Hafen. Und wir sind jetzt einfach mal draufgegangen hier und so hüpft man sich von Schiff zu Schiff quasi. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant und sehr, sehr luxuriös. Also falls ihr hier mal Urlaub machen möchtet und ein bisschen Schiffsfeeling haben wollt, dann ist das hier sicherlich ganz nett. Wir haben jetzt gerade erstmal den Fahrstuhl gesucht hier auf der Yacht und sind auf Deck 7 hochgefahren und von hier aus hat man jetzt einen tollen Blick auf die Landebahn. Also die beginnt da vorne im Wasser und geht jetzt hier einmal komplett entlang. Und irgendwo da hinten kreuzt es sich da mit der Straße, wo wir uns jetzt gleich auf den Weg hin machen. Und man sieht dort oben immer noch diesen Berg mit den Wolken. Ich hoffe, dass das gleich noch aufzieht. Dann kommen wir da vielleicht auch noch hoch. Das ist jetzt die Straße, die hier direkt zur Startbahn führt. Und hier ist gerade ein Flugzeug gestartet. Das heißt, alles abgesperrt. Die Autos müssen warten und jetzt wird es gleich freigegeben. Ah ja, da vorne geht jetzt die Schranke hoch. Das heißt, Flugzeug ist durch. Jetzt können die Autos wieder fahren. Und wir gehen jetzt einmal zu Fuß auf die Startbahn. Und in 20 Minuten soll dann auch schon der nächste Flieger kommen. Ganz praktisch ist dann auch die App FlightRadar 24, denn da kann man immer schauen, was jetzt für Flugzeuge kommen. Und hier sieht man jetzt in ein, zwei Minuten kommt dann eine British Airways Maschine aus London. Die befindet sich hier gerade im Landeanflug. Start wurde die Bahn jetzt wieder freigegeben für Fußgänger und Autos, Busse und so weiter. Ja, und jetzt laufen hier wieder alle über die Straße und als wäre nichts gewesen. Nach etwa 2,5 Stunden sind wir jetzt wieder zurück an Bord und haben uns jetzt erstmal gegen den Affenfelsen entschieden. Es ist immer so, dass da mal wieder Wolkenfelder durchtreiben, sodass er dann einmal mal wieder komplett in Wolken gehüllt ist und wir haben einfach irgendwie das Gefühl, dass es dann
die 20 Euro, die es einfach nur hoch und runter kostet, und 30 Euro mit Naturreservat da oben und Skywalk oder Aussichtsplattformen, dass sich das dann nicht lohnt, wenn man dann da oben steht und dann eventuell nur in der Wolke ist. Ja, von daher sind wir jetzt wieder zurückgegangen, haben jetzt den Flughafen bestaunt. Das ist halt wirklich ein tolles Erlebnis, gerade für Technik- oder Flugzeugbegeisterte auch. Und jetzt kommt sogar so ein bisschen die Sonne raus hier auf dem Pooldeck. Also man kann ja auch einfach mal die Kulisse von hier aus so ein bisschen genießen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen Video schneiden und dann mal sehen, was der Nachmittag noch bringt. Das war jetzt noch ein sehr schöner und doch wirklich sehr sonniger Nachmittag hier an Bord. Das Wetter hat sich dann doch noch deutlich besser entwickelt, als es ursprünglich geplant war. Hätte man das gewusst, hätte man jetzt in den Affenfelsen heute Nachmittag doch noch wunderbar machen können. Aber als es uns dann so um 14 Uhr aufgefallen war, dass es jetzt wirklich ganz klar ist, da war es dann auch schon etwas zu knapp. Um 18 Uhr ablegen, 17.30 Uhr alle Mann an Bord. In 3 Stunden da hoch und runter mit der Seilbahn, das ist dann doch ein bisschen riskant. Vor allem ist es ja auch eine relativ lange Strecke bis Barcelona. Morgen steht ein Seetag an und da war das Risiko einfach zu groß, das Schiff zu verpassen. Deshalb dann doch an Bord geblieben und jetzt noch so ein bisschen hier die Sonne und das Pooldeck genossen. Und jetzt geht es zum Krimi-Dinner in die große Freiheit hinten ins Esszimmer. Das kostet 39 Euro inklusive 5 Gängen und einem ganz tollen Quiz, was man da, also Quiz in Anführungsstrichen, ist ja so ein Rätsel, was dann gelöst werden muss im Rahmen des Dinners. Soll 3 Stunden dauern. Ich bin gespannt. 39 Euro finde ich dann in Ordnung dafür, dass es ja eh ein Aufpreisrestaurant ist, hinten am Diamanten mit schöner Aussicht. Und da gehen wir jetzt mal hin. Krimi-Dinner hier im Esszimmer, einen der besten Plätze direkt am Wasser hinten bekommen. Das ist ja das, was ich so liebe hier am Esszimmer, dass man diese Nähe zum Wasser hat und diese schöne Ambiente und das hier zum Krimi-Dinner, also perfekt. Ich glaube, 3 Stunden dauert es und dann hier diese Aussicht, besser geht's nicht. Zu Beginn des Dinners bekommt jetzt jeder hier so eine Rolle zugeteilt. Ich bin jetzt Günther Klein, der erste Offizier. Gegenüber sitzt mir der Obermaschinist. Ja, also ist ganz interessant hier, was das jetzt zu bedeuten hat. Man soll sich jetzt den Text hier einmal durchlesen und die Rolle quasi verinnerlichen. Und das wird dann heute Abend noch einmal zur Geltung kommen. Zwischen den 5 Gängen gibt es dann halt immer so ein bisschen dieses Rätsel mit dem Krimi-Dinner hier. Und dann bekommt man auch zum Beispiel noch eine Bordzeitung, wo dann noch vielleicht so ein paar Hinweise drin stehen. Es hat halt jeder seine Rolle. Ich war jetzt noch nicht dran mit dem ersten Offizier, aber mal sehen, wann es mich dann gleich mal noch erwischen wird. Im Laufe des Abends wurden einige Hinweise jetzt gegeben, wer jetzt hier der Mörder sein könnte. Und ich als erster Offizier musste auch dazu beitragen. Und jetzt gibt es für jeden Tisch ein Ermittlungspapier und da kann man jetzt ja seine Tipps abgeben. Und im Anschluss gibt es dann eben ein kleines Präsent oder ein Sekt für den Gewinner. Nach etwa 4,5 Stunden und 5 Gängen ist das Krimi-Dinner nun beendet. Das war wirklich sehr, sehr lecker und empfehlenswert. Erstmal der Platz dort hinten im Esszimmer ganz am Heck. Mit dem Blick auf die Heckwelle war es wirklich sehr, sehr schön und im Sonnenuntergang. Und auch das Essen war richtig gut. Also alle 5 Gänge haben exzellent geschmeckt. Das kann man nicht anders sagen, hat sich wirklich gelohnt. Und auch das Schauspiel der Schauspieler, also das Krimi-Dinner selbst, war halt auch richtig gut. Also die haben das gut gemacht. Am Ende wurde das alles aufgelöst und man dachte so, Mensch, darauf hätte man kommen können, das macht alles Sinn. Aber es ist eben keiner richtig drauf gekommen. Das hat das Ganze nochmal sehr unterhaltsam gemacht. 39 Euro kostet das Ganze dann ohne Getränke und 69 Euro inklusive Weinbegleitung. Und das ist für 4,5 Stunden Unterhaltung mit leckerem Essen wirklich vollkommen in Ordnung. Ja, das waren die 2 Tage gestern in Cadiz, heute in Gibraltar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es dann morgen auf Seetag in Richtung Barcelona. Und in Barcelona werden wir dann die Mein Schiff Herz treffen. Also die neue Mein Schiff Herz, die alte Mein Schiff 2 quasi. Also ein ganz besonderes Treffen. Und schaltet gern wieder ein beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.